Eine historische Unterschrift. US-Präsident Joe Biden hat in Washington die Ratifizierungsprotokolle für die NATO-Beitritte Schwedens und Finnlands unterzeichnet. Demokraten und Republikaner hatten im Senat mit überraschend breiter Mehrheit für die Norderweiterung gestimmt. Biden lobte: Über sieben Jahrzehnte hat sich die NATO als unverzichtbares Bündnis erwiesen, das sich für ein ganzes, freies und friedliches Europa einsetzt. Unser Bündnis ist enger denn je. Es ist geeinter als je zuvor. Und wenn Finnland und Schweden die Zahl der Verbündeten auf 32 erhöhen, wird es stärker sein als je zuvor. Stärker als je zuvor. Die Beitrittsprotokolle für die Norderweiterung müssen alle 30 NATO-Länder ratifizieren. Nach US-Angaben ist der Prozess bislang in 23 Mitgliedstaaten abgeschlossen. Ablehnung hatte nur die Türkei signalisiert.